Jimmy, dann male dein Kunststück von der. Was machst du denn jetzt hier? Hier, du Adam, was? Andreasson. Andreasson. Du Adam hier, ne? Jetzt komm, verpuzzle dich auf meinem Haus hier. Feuerschaden, weiß ich. Ich hab's auch ersetzt, also adios. Adios, adios. Ah. Kratzen. Kätzchen. Huch, was war denn jetzt los? Ach, unsere Beleuchtung. Ach, jetzt haben wir noch einen Feuerwehrwagen davor. Ist ja ganz lieb. Können wir da irgendwas machen? Nö. Ist ja süß. So, kratzen. Irgendwo hat das so ein Kratzbaum. Oh, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Da. Dann geh kratzen, Kätzchen. Oh. Wenn du Hunger hast, dann futter doch was. Hart arbeiten, im Bereitschaftsraum Fernsehen. Oder hier, komm, mach Papierkram des Chefs. Das ist ein bisschen gechillter. So. Feuerwehrmann, geh nach Hause. Und du, jetzt mal dein komisches Bildchen hier zu Ende. Langsam ist gut. Müsste doch gleich fertig sein. Weiß Jesus, was das für ein Bild ist. So. Ja, ein Seufzer. So denke ich mal gerade auch. Jimmy hat irgendwie. Ah, hübsch. Oh, das Bild ist irgendwie doch geil. Wir. Geh nach Hause und lies mir nicht die Wohnung voll. Jetzt hast du das Bild in deiner Tasche, ne? Betiteln. Wir nennen das Kunststück, ein Schatten der Seele. Ja, das kommt mir jetzt irgendwie so rein. Weißt du, so alles dunkel, Sterne, Dunkelheit. Er hat geseufzt, als er es gemalt hat. Das passt alles perfekt zusammen, Freunde. So. Und danach würde ich sagen, kannst du das erstens wieder da hinhängen. So, nicht? Wollen wir das Bild irgendwo aufhängen? Komm, wir hängen das Bild irgendwo auf. Kann man es über sein Bett hängen? Ja, kann man. So. Hat ein wunderschönes Gemälde direkt über seinem. Naja. Ich hätte gerne noch einen nach rechts. Leider nicht. Ja, es geht, glaube ich, nicht. Kann ich das hier aufhängen? Na, also, da geht's. Da geht's doch auch, ist doch schön. So, Süße, wie sieht's aus? Oh, du überlebst schon, hoffe ich jetzt mal. Hygiene. Unzerstörbar ist ertrinken. Benutz das mal. Und danach kannst du das Häuschen säubern. Das mit dem Videospielen lässt du jetzt mal sein. Hygiene und Harndrang. Müsste sich gleich erübrigen. Wenn du das Haus gesäubert hast, dann kannst du von mir aus auch schlafen. So, ein kleiner KitKat. Was machst du denn? Hier geht's doch eigentlich ganz gut. Kannst du überleben, du. So, immer diese Stehpinkler. Dann mach mal hin hier. Wusch. Oh, und Häusle säubern. Ich bin gespannt, wie der das Häusle säubert. Huch. Hier ist Speed-Modus. Ach, schon fertig. Ach, na denn. So. Jimmy Boy pennt. Klein Kitty. Sitzen. Hier hinlegen. Oder nicht. Klein Kitty, du könntest. Energie hast du noch, aber ist mir jetzt egal. Kannst ein Nickerchen machen gehen. Da du jetzt wieder lebst. Und dann spulen wir uns gemeint vor, damit unsere kleine Freundin wieder nach Hause kommt. Aber wie lange muss ich den Feuer, wenn man da jetzt noch ertragen? Irgendwie finde ich das gerade so ein bisschen, lästig. So. Na, komm hier. Komm nach Hause. Boom. Kätzchen haut wieder ab. Ja. Was ist denn das jetzt hier für ein. Welche Oma labert hier eigentlich rum? Oh, Das heißt, etwa hier unter dieser komische Feuerwehrputzi? Ein bisschen. Was stehst denn du? Geh nach Hause. Ist alles wieder in Ordnung. Oder weniger. Mann. Oh. 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 Jetzt musst du aber pennen. Das tut mir jetzt leid. Das sieht jetzt aber ganz schlecht aus. Komm schon. Was ist das jetzt? Jemanden kennenlernen. Lässt sich einrichten. Und sie ist wieder zu Hause. Beautiful. So, was? Nein, 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 nein. Hier, komm. Gehen wir wieder zurück. Wie quäst dat? Jamie, wie sieht's denn aus? Hygiene, Energie, Spaß.
Hygiene lässt sich was machen, und zwar indem du einmal duschen gehst. Und weißt du was, hier kommen danach, gehst du eiskalt pennen. Hungrig bist du ja auch nicht mehr so, also passt schon. Na denn los. Hat sie gerade Spaß oder macht sie Party? Ich kann mich nicht entscheiden. Irgendwer kenne ich die Melodie, aber ich weiß gerade nicht woher. Alles klar, Kollege. So, dann schläfst du. Jimmy hat schlechte Hygiene. Der ist aber auch gleich wach. Huh. Du miefst. Weiß nicht, ob es morgens oder nachts ist, mir gerade egal. Duschen. Und anschließend würde ich sagen, Frühstück essen, und zwar eine Pfannkuchen. Und dann, Jimmy, oh, let's go. Ja, dass du hungrig bist und stinkst, sehe ich. Ich sehe, dass er stinkt. Weißt du, die Rauchwolken, das ist eine Stinkbombe. Die hat er in seiner Hosentasche, deshalb stinkt er. Und wenn er sich jetzt wäscht, geht sie in die Kanalisation und dann tschüss. Okay, haben die Nachbarn das Problem. So. Ich finde es übrigens auch ganz toll, dass die Katzen eigentlich die einzigen sind, die sich hier wirklich fremd ernähren, die sich hier wirklich so ziemlich selbst versorgen. Okay, abgesehen vom Soziallevel, aber da lässt sich ja was machen. Gestreichelt werden, folgen, freundlich beschnüffeln, freundlich betteln und beim Kochen zusehen. Und Jimmy, weiterkochen. Okay. Zoom. Kochen, kochen, kochen. La 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 la. Miau, miau. Och, das arme Kittilein. Gleich hast du es geschafft. Gleich, gleich. Und fertig. So, jetzt futter noch schnell was und dann haben wir's ja. Zack, da steigt die Leiste. Du wirst ein bisschen mehr Aufregung wieder reinbringen. Ich finde, Sims wird langsam aber sicher für mich, zumindest zum Spielen, so ein bisschen Routine und Routine und Routine und das gefällt mir überhaupt nicht. Man muss ja echt ein bisschen überlegen, wie wir das ein bisschen ändern können. Also sagt mir, falls ihr mal ein paar Ideen habt, wie wir sowas ändern können, oder. Junge, die sind frisch. Was stellst du denn das in die Spülmaschine? Bist du doof im Kopf? Also, falls du weißt, wie man das ändern kann, sagt Bescheid. Hey, was haben die denn jetzt damit? Upgrade, leise. Warte, was? Leise laufen. Oh, zu laut oder was? Bist du ermüdet und trainieren? Der will trainieren. Oh, alles klar. Was eigentlich noch für Wünsche? Selbstgemachte Speisen auf einer Party servieren. Na, machen wir irgendwann anders. Aber was hat er denn jetzt gemacht? Ach, jetzt bastelt er drin rum. Na, oh, ist ja auch ganz nett. Aber da Keks hast du auch noch nicht vergessen, ne? So, dann basteln wir ein bisschen. Ach ja, ach ja, ach ja. Also, ich bin ehrlich am Überlegen. Schickt mir unbedingt ein paar Ideen oder ein paar Vorschläge, was wir jetzt hier mit unseren Sims, mit dem Leben hier alles quasi noch anstellen sollen. Weil ich. Oh, was ist jetzt kaputt? Weil ich ehrlich gesagt auch langsam der Meinung bin. Vergiss es. Vergiss es, du malst jetzt nicht. Du machst ja auch nicht im Kühlschrank. Du malst jetzt aber nicht. Du sollst die Sachen mit Dingenskirchen machen. Dein Soziallevel ist schlecht. Anschließend geht das Kätzchen nämlich kratzen. Red nicht rum, geh zu deiner Katze. Pflege, vergiss es. Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen. So. Los, komm hier, versorg das Kätzchen. Miep, miep, miep. Hallo, guck mal, ich hab dich lieb. Zumindest für die nächsten 2 Sekunden. So, jetzt stehst du rum, hast Spaß. Was machst du denn jetzt? Die Gute pennt noch. Lass mal sie pennen. Ach Mensch, jetzt wird das Futter noch gefüllt. Und dann haben wir hier schon wieder was. Haus säubern und danach Spülmaschine bitte reparieren. Hilfe, ich kann nicht mehr reden. So, Jimmy. Hand beschnüffeln lassen. Was macht die gerade? Kratzen. Na, ist ja ganz süß. So. Die Gute kann jetzt aufstehen. Und kann dann Mittagessen servieren, Mittagessen essen. Öffnen. Und das könnte sie. Hier kommen, das packen wir mal darüber. Brauchen wir eigentlich nicht. Du könntest Mittagessen essen. Klebrige Carbonara machst du die mal.
Und anschließend suchst du Spaß. Wieso? Wie? Was macht dir denn Spaß? Komm, weißt du was? Dann kannst du ein bisschen Fernsehen und zwar heute finishen. Oh. Jimmy, alles klar, oder? Worauf wartest du denn jetzt noch? KitKat, hier, Schluss mit Katzen jetzt. Lass dich beschnüffeln, der Kollege hat auch anderes zu tun. Anschließend gehst du nämlich nochmal auf die Toilette. So. Haben wir's? Ja, hier, komm, weißt du was? Streich das. So, dann geh mal das Haus. Du gehst jetzt nicht ans Handy. Ja, wer weiß, vielleicht, es könnte sich der Besen entflammen oder die Pfütze könnte zu einer Fontäne werden. Vergiss das Handy, Kollege, vergiss das Handy. So, die Gute ist am Kochen. Also ich glaube, Jamie, lass dich nicht mehr so viel kochen. So, das lass ich hier nicht mehr so viel reden. Oh, Hilfe, ich bin müde, das geht nicht. Und jetzt? Ist sie fertig, jetzt geht's essen. Ah, ist ja nett. So. Auf zu klingeln. Haus putzen, Spülmaschine reparieren. Ach Keks, was jammerst du denn jetzt schon wieder rum hier? Kannst du mir nicht erzählen, dass du schon wieder kannst du es ja anlegen lassen. Spielen, jagen, folgen, sie beim Essen betrachten, freundlich beschnüffeln. Was? Emma Hedge, ein Sim, den man ebenfalls fast nur in Küchen antrifft, möchte ein wenig übers was kochen, plaudern und vielleicht ein paar oder zwei kulinarische Tipps von ihr ausstauben. Ich mit Emma. Nee, ich habe keine Lust, mich wieder zu treffen. Ganz ehrlich, gerade nicht. So, wo war ich? Ach ja. Freundlich betteln. Dann kannst du das mal machen. Miau, miau, miau. Also ich muss ja sagen, das gibt ja auch einen Keks hier. So, wenn sie das gegessen hat, dann kann sie ja hinterher fertig. Ja, Keks, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Was war denn das gerade? Ah, Schraubstöße, haben wir zur Hand genommen und tadala repariert. Ist ja ein Traum. So, wie geht's denn jetzt? Nach deinem Haaren dran geht's ihm eigentlich wieder besser. Und er will Gitarrefähigkeit verbessern. Dann würde ich sagen, kannst du spielen gehen. Ist ja alles kein Problem. So, Kitty. Sag mal, langsam reicht's aber. Hallo, hör auf Fernsehen zu schauen. Was machst du denn jetzt? Hä? Wo willst du jetzt hin? Rotz mein Haus nicht voll. Wo willst du denn jetzt hin? Kitty. Keks, wo willst du denn jetzt hin? Och nein. Keks, lauf nicht weg, los. Fähigkeit Level 3 erreicht. Ach, ist ja nice. Lauf doch nicht weg. Die haben keine Lebenswünsche. Warum? Die können ja wenigstens einen Lebenswunsch haben, in die Stadt zu gehen oder irgendwas anderes haben. Neutral reagieren. Ach so, okay. Er spielt Gitarre, sie hört jetzt vielleicht mal auf, Fernsehen zu schauen. Und fängt jetzt mal an, mit der Katze ein bisschen zu interagieren. Madame. Le. Tier hochnehmen. Oh, Zuneigung, Leckerchen geben. So, was haben wir jetzt hier? Gemälde von 250 Simoleons, lässt sich sogar einrichten, Malfähigkeiten verbessern. Lauschen wir jetzt ein bisschen von Jimmys Klingen. Passt doch gerade, guck mal so im Hintergrund. Hat schon was. Immerhin kann der Gute ein bisschen Gitarre spielen. So. Und wir müssen langsam mal echt hier ein bisschen Hünne machen, von wegen Julina und Jimmy ein wenig verkuppeln. So, die Katze. Ja, also die Katze lebt wieder. Jimmy geht eigentlich auch ganz gut. Und deshalb würde ich sagen, das nächste, was sie macht, ist freundlich. Komplimente über Musik machen. Spielpause einlegen. Spezial, Virtuosin, hallo, romantisch, koketter Witz, romantisch, verliebt umarmen, romantisch, Kompliment über Aussehen machen, romantisch, flirten. So, ihr zwei, na denn, ich warte. Kutavinage. Ich gehe gerne ins Theater.
Ich auch. Hi. Ich hab dich ganz lieb. Darf ich dir Witze über Musik erzählen? Ach nee, warte, jetzt macht er Komplimente über Musik, ne? Bäh. Oh, Alter, das ist ja